Die Inspiration zu Cadoro war das Spiel mit geometrischen Grundformen, dem Kreis, dem Quadrat, die sich auch schon in der Grundform von Magina wiederfinden. Der Vierpass, eine Form, die aus vier Kreisen besteht und abstrakt an eine Blume erinnert, ist ein Element gotischer Architektur, was sich in Maßwerken historischer Gebäude häufig findet. Die Reduktion auf Schwarz-Weiß bei Cadoro in Kombination mit dem Poliergold macht den Dekor klassisch elegant und zeitlos zugleich. Der Palazzo Cadoro steht in Venedig, in einer meiner Lieblingsstädte bzw. meiner zweiten Heimat, wo ich versuche, mindestens zweimal im Jahr Zeit zu verbringen, weil ich unter anderem auch dort geheiratet habe und somit mit der Stadt sehr viele besondere Erinnerungen verbinde. Cadoro, was so viel heißt wie das Goldene Haus, steht zum einen für den Palazzo in Venedig, bezieht sich natürlich auch auf das Poliergold, was wir in dem Dekor verwandt haben, und steht aber auch als Synonym für die besonderen, für die goldenen Momente im Leben.